Skelette, da sind sie. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Knapp in dir. Zahltag. Hm, hab ich mir gedacht. Unser Geld wird knapp. Okay, gut. Huch. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. So soll es sein. Achtung, der Ritter kommt. Wir sollten eure bösartige Gegenwart nicht länger eure Kreaturen. Wo kommt er denn? Wo ist er? Eure Kreaturen unterliegen im da Kampf. Da ist er. Okay. Alter, was ist denn hier los? Oh, irgendeine Kreatur Stufe 10, Alter, was? Oder ist das eine Falle, die hier ausgesät wurde? Ja, ist klar. Die macht... Aber auch keiner macht die Fallen mal kaputt, ne? Nicht einer geht mal auf die Falle los. Rennen sie alle dran vorbei. Das ist das, was ich nicht verstehen werde. Die Falle, die ignorieren sie konsequent. Bloß nicht die Fallen mitnehmen. Das verstehe ich nicht. Dieses konsequente Ignorieren der Fallen. Alter, hack das gerade. Beruhig die Spiel, alles gut. Halleluja. Eine Tür wurde hergestellt. Das ist ehrlich gesagt so ein Phänomen, das verstehe ich nicht. Da steige ich nicht durch. Das ist das Einzige, wo ich sage, da komme ich, da steige ich nicht durch. Bin ich ja ganz ehrlich. Dass sie das so konsequent einfach ignorieren. Dass denen das so egal ist. Genauso wie ich mich frage, wie ich da an die Festung rankommen soll, kann ich nämlich gar nicht. Geht das so überhaupt? Nee. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oh. Eine Falle wurde hergestellt. Mach das mal so, das wird zwar wahrscheinlich nicht funktionieren. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ja, aber klar. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Okay. Irgendwer wurde gerade bekämpft. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Zwei Imps, ey. Alle anderen sind schon wieder tot umgefallen. Das ist echt unglaublich. Das ist echt unglaublich. Eine Tür wurde hergestellt. Wie eine Wand. Das gibt's nicht. Ich komme nicht durch an den. Eure
neigen sich dem Ende zu. Ja, auch noch. Toll. Also ich sehe schon kommen, dass wir den nächsten Zahltag nicht überleben werden. Ich werde den Trainingsraum mal verkleinern. So. Bringt mir zwar nicht so viel, aber... Ich komme an den Gegner nicht ran, das ärgert mich gerade. Ich komme an den Gegner nicht ran. Sieht man ja, der hat überall seine Mauern. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ich verstehe das nicht. Er hat überall seine Mauer. Ich komme nicht an ihn ran. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Keine Ahnung. Aber ich komme nicht ran. Eure Kreaturen werden eigentlich dachte ich, die... Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Oh, Leute. Wirklich. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Grabt endlich, ich will einen Eingang finden. Verdammt, es kann doch nicht angehen, dass er hier überall seine Mauern hat und wir kommen nicht durch. Eine Tür wurde hergestellt. Entschuldigung. Das ist doch wohl nicht wahr. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass wir an den Gegner rankommen. Oh. Okay. Jetzt verstehe ich, worauf er hinaus will. Okay, wir sollen von hinten angreifen. Eine Falle, bitte. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegangen. Okay. Ein Gefangener schlief dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Ich finde das ja so blöd mit dem Zahltag, ne? Der nächste Zahltag kommt nämlich bestimmt. Dann kriegen die keine Bezahlung und dann rebellieren sie. Und dann habe ich ein Problem. Ja, toll. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Sollen sie nicht. Mann, dann geh nach Hause, wenn es dir nicht passt. Tschüss. Meine Fresse. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Wo? Wie? Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Oh, Alter! Teufler und... das nervt. Eine Tür wurde hergestellt. Das nervt echt. Das nervt tierisch. Muss ich echt sagen. Also im zweiten Teil haben sie es besser geregelt. Das ist einfach blöd, dass sie sich die ganze Zeit gegenseitig eure bekämpfen. Das nervt richtig. Sich dem Ende zu. Ja, das ist nämlich mein Problem. Ich habe keine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben momentan. Weil unser Gold ist aufgebraucht. Warum gibt es hier so wenig Juwelenminen? Ich verstehe das nicht. Och Leute, hört auf euch gegenseitig zu bekämpfen. Das ist Schwachsinn, was ihr da macht. Ehrlich. Eure Goldreserven neigen sich. Ja, ich weiß. Dann brauchen wir hier gar nicht graben, weil da gibt es schon einen Durchgang. Trotzdem ist das blöd. Ich verstehe nicht, was er von mir will. Auf jeden Fall kommen wir so erstmal an Gold ran. Das ist schon mal etwas. Ach so. Ah, okay. Wir sollen... Ah, okay. Ja, gut. Okay. Ja. Ich glaube, wir haben es verstanden. Wir sollen uns durch das Gold zum Feind graben. Das ist es, was das Spiel will. Eure Kreaturen Och, Leute!
Lass den Scheiß! Eine Falle wurde. Mann! Eure Goldreserven neigen sich der Ende zu. Ich weiß. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Dass die den Scheiß nicht lassen können. Ihr sollt euch nicht bekämpfen. Ja, genau, das ist mein Problem jetzt. Ich soll zahlen und ich habe kein Geld. Ah, 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 ja, witzig. Nun soll ich zahlen. Frag mich nur wie. Ich finde das so blöd, dass du nicht an die Mauern vorbeikommst. Weil normalerweise müsstest du durchbrechen können. Durch die Mauern des Gegners. Aber das machen die einfach nicht. So, und jetzt gibt es gleich eine fette Rebellion, weil ich kein Geld habe. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ja, ich weiß. Immerhin bringen die Imps neues Geld, das ist gut. Und zwar viel Geld, wie ich gerade sehe. Aber richtig viel. Ich hole mal die kleinen Scheiße zu uns. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ja. Ansonsten sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, ganz ehrlich. Ich glaube, wir rufen mal zwei mehr Imps. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende. Ich weiß. Wo willst du hin? Nimmst gefälligst Gold mit. Sonst haben wir nämlich bald ein richtiges Problem hier. Also muss ich schon sagen, das ist schon schwieriger gestaltet hier. Muss ich doch... Ja, doch. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ja, so kann man natürlich auch Kreaturen verheizen, ne? Ja. Unsere Teufel erzählen nämlich den Kürzeren. Schade, ich dachte, die würden mit den Untoten auskommen, aber anscheinend haben die ein riesiges Problem mit denen. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Alter! Meine Fresse. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende. Weiß ich. Gibt es denn hier keine Tür mehr, die wir irgendwie aufknacken können, irgendwie aufbrechen können? Hier, ne? Eine Tür wurde hergestellt. Ja, das ist schön. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Das ist auch schön. Glaube ich, mein Feind das Gold weg. Ganz einfach. Weil das andere Gold, das ist verschwunden. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ich weiß. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Alter, manche Skelette sind aber schon richtig stark, wa? Halleluja. Ist nicht groß genug. Wofür? Dann positioniere ich die Türen wo auch immer. Hauptsache unsere Kreaturen können danach weiterarbeiten. Das ist mir lieber, als dass sie sich da die ganze Zeit gegenseitig in die Wolle kriegen, weil die einfach keine Langeweile haben. So. Dann gehen die Teufel nämlich wieder an die Arbeit und schon ist hier alles im grünen Bereich. Ja. Die haben einfach zu viel Langeweile, das ist das.
So, Blitzfallen. Ich würde fast wetten, dass der Gegner eine Möglichkeit hat, diese kaputt zu kriegen. Ich habe die Schnauze voll, dann brauchen die nicht so weit laufen. So. Kommt her. Und dann können sie das Geld abliefern. Wunderbar. Siehste, geht doch. Eine Falle wurde hergestellt. Ein Gefangener schießt dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Na, sowas. Na, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir so an den Gegner rankommen. Bin ich ja dann echt mal gespannt, dass so funktioniert. Aber wir haben es jetzt die ganze Zeit von oben versucht. Das hat nie geklappt. Jetzt versuchen wir es mehr oder weniger von unten, da ranzukommen. Eine Tür wurde hergestellt. Sehr schön. Bringen wir auch gleich mal hier mit an. Die bekämpfen sich vor lauter Langeweile, weil jetzt haben die Teufler zu tun und schon ist Ruhe. Kleinen Unruhestifter. Ah, ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist so gewollt. Da ist nämlich ein Durchgang. Seht ihr das? Da kommen wir nämlich durch. Und da ist dann direkt sein Dungeon-Herz. Haben sie die Mauern dann wahrscheinlich... Haben sie irgendwie... Ich weiß nicht wie, aber die haben sie auf unzerstörbar eingestellt, sodass man die nicht kaputt machen kann. Eine Tür. Und dann eben halt dieser eine Durchgang, damit man ja dann diese eine Möglichkeit und nur diese eine Möglichkeit hat, sich durch eben halt hier durchzuarbeiten zum Dungeon-Herz. Ein Gefangener schied dahin. Clever. Und ist als Skelett wieder auferstanden. Muss ich schon sagen, nicht schlecht. Echt clever gemacht. Und die trainieren bis zum Umfallen. Ich weiß zwar nicht warum, aber sie trainieren immer noch. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ja, das hat man gesehen. Schreist du so? Ach, das sind die eisernen Jungfrauen. Ja, deswegen habe ich auch keine. Ja, genau. Furz sie mal voll. Die Untergebenen tragen den Sieg davon. Das ist so ein abgefahrenes Spiel. Herrlich. So, schnapp dir mal die Frau. Klingt auch verkehrt, ich weiß. Egal. Ja, es hört gar nicht mehr auf. Finde ich gut. Gibt es hier so einen Umweg? Wofür ist der da? Muss ja einen Grund haben, warum der da ist. Vielleicht will ich das auch gar nicht wissen, aber ich bin verdammt neugierig. Da kann ich nichts für. So, und speichern wir mal unter Glück, denn unser Glück hat sich dezent gewendet gerade. Denn wir haben jetzt direkten Zugang zu seinen Dungeon-Herzen. Hat es gerade wieder ein bisschen gehakt. Hier ist nichts, okay. Da ist ein Dungeon-Herz, genau. Und da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Das wollen wir haben. Das wollen wir zerstören, das Dungeon-Herz. So, Teufler. Dann hin mit euch. Wir werden angegriffen.
Ja, alles gut. Verstärkung.